willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich freue mich so sehr, es ist nämlich Wochenende und das Wetter ist gut und das heißt für mich, wir können heute das Thema Balkon weitermachen. Ich hatte euch ja schon gezeigt, dass ich so ein paar Ideen hatte und dann wiederum diese verworfen habe, nachdem ich mit Pablo gesprochen habe. Und ich hatte jetzt letztendlich ein paar schöne Möbel mir rausgesucht. Aber das Problem ist natürlich, dass gerade jeder seinen Balkon oder seine Terrasse, seinen Garten auffrischen will und dementsprechend viel ausverkauft ist, beziehungsweise sind einfach gerade natürlich auch die Lieferzeiten verzögert. Das heißt, ich müsste so zwischen 6 und 12 Wochen ganz, ganz oft auf Möbel warten, die mir persönlich gefallen haben. Und dann habe ich ein paar Tipps von euch bekommen, dass nämlich einige von euch bei Hornbach oder an sich Baumärkten ihre Balkonmöbel gefunden haben, mit denen sie super zufrieden sind. Und das Gute ist natürlich daran, dass wenn das dort im Baumarkt vor Ort ist, kann man es halt gleich mitnehmen. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, wir fahren da jetzt einmal hin, schauen, ob es das da gibt, dass wir es eben auch mal vor Ort sehen, wie uns die Qualität gefällt. Denn ich hätte gar nicht damit gerechnet, irgendwie so im Baumarkt nach sowas zu schauen. Aber ihr meintet doch, die sehen eigentlich echt schön aus und sind praktisch und von der Qualität vor allem gut. Das ist mir halt wichtig und vom Preis aber auch nicht exorbitant hoch. Deswegen, ja, bin ich super gespannt. Ich hoffe, dass sie das überhaupt haben. Vielleicht sehen wir uns in 3 Sekunden wieder, weil sie es nicht da haben. Aber ich bin super gespannt. Und dann wollte ich eben auch nach so einer Plane gucken, wenn das Wetter schlecht ist, dass ich die Plane drüber machen kann. Und wenn das Wetter gut ist, dass ich mir so eine Box hole, dass die Plane dann da in die Box kann, dass die dann nicht so auf dem Balkon rumliegt. Und noch was, vielleicht nochmal nach Balkonkästen gucken. Genau, also Plane, Balkonmöbel, Box, Balkonkästen, aber mal gucken, wie so die Stimmung ist, weil es ist Wochenende und viele Leute sind wahrscheinlich im Baumarkt unterwegs. Ich zeige euch noch eben kurz mein Outfit. Und zwar habe ich offensichtlich mich noch nicht entschieden, welche Schuhe ich anziehe. Aber die Jeans kennt ihr jetzt vielleicht schon. Das ist die von H&M, die ich wirklich so schön finde. Ich mag das total, dieses Detail hier. Und die ist dadurch irgendwie, finde ich, dass sie so gut sitzt und die ist auch richtig bequem. Passt von der Länge. Ihr fragt mich immer mal wieder. Ich bin 1,55 und ich habe sehr lange Beine. Dennoch bin ich 1,55, das heißt, mir passen Hosen sehr, sehr oft nicht von der Länge. Und die passt und ist nicht allzu teuer. Die Bluse ist zum jetzigen Zeitpunkt gerade im Sale. Die ist von Arket, stark reduziert sogar. Ich glaube, die ist vom letzten Jahr oder so gewesen und deswegen jetzt halt im Sale. Und ja, das war's. Mehr habe ich noch nicht an. You fooled me once, but I ain't falling twice. Also, wir sind jetzt drin. Leider haben sie aber das, was ich mir ausgesucht habe, nicht dazu mal drauf sitzen. Aber ein Set haben sie da, das ist das hier. Und das finde ich auch eigentlich echt schön. Es ist nur ziemlich groß, aber es ist auch super bequem und sieht auch so hochwertig aus. Für 899 €. Alles zusammen. Ich wollte mir gleich mal hier so eine Schutzhülle mitnehmen, dass wir die drauf machen können abends, damit es geschützt ist. Ich glaube, die müsste eigentlich reichen. Glaube ich. Also ich habe Pablo jetzt eine halbe Stunde verloren, weil er das Buch gefunden hat. Bei dem Herrn Schakal waren wir im Restaurant in Berlin und ja, bist ganz begeistert scheinbar vom Buch. Super, hat mich gefesselt. Gibt es auch ganz viele Bücher von Weber. Das ist ja so die Marke, ne? Irgendwie auch diesen Veggie zum Grillen und so. Und 1 Million Grills für Pablo, der sich natürlich überhaupt nicht entscheiden kann. Okay, also wir haben jetzt schon die Möbel und die Hülle. Und jetzt wollte ich noch so eine Auflagen- oder wie heißt es? Auflagenbox? Truhe. Truhe haben, um die Hülle da rein zu tun, wenn wir eben draußen sind. Oder auch so für Tools, also Werkzeuge und so. Hatte ich jetzt die entdeckt. Also es gibt natürlich bestimmt auch, keine Ahnung, schöner oder so. Aber die ist schön klein. Ist nicht allzu teuer, kostet glaube ich 24 € oder so. Und da geht halt auch nichts durch. Bei beim Schweden, wenn man da eine kauft, hatte Pablo bemerkt. Die sind halt so
Ja, so grillen auf jeden Fall. Und es ist das so Holz. Das Wasser durchkommt, genau. Ist jetzt nicht super das ideal. Das ist Spielzeug und so geeignet. Und das hier kannst du halt abwischen. Und da die Möbel, die wir gekauft haben, auch schwarz sind vom Gestell, passt das eigentlich. Und da kann ich dann vielleicht eine süße Decke oder ein Kissen oder so drüber machen. So, wir sind durch und guckt mal. Könnt ihr euch erinnern, was war das letzte Mal? Wir hatten doch schon mal sowas, wo... Ja, den Weihnachtsbaum. Nee, ich glaube beim Auszug oder so war irgendwas drin, auch so bis zum Anschlag gefühlt. Ja, auf jeden Fall haben also, die Möbel... dass das Teil gepasst hat, ist schon echt der Wahnsinn. Ja. Auf den Millimeter, genau. Ja, das ist echt krass. Also wir hatten mit dem Auto noch nie etwas, was nicht irgendwie reingepasst hat. Das ist schon echt krass. Selbst und der Weihnachtsbaum. Selbst der Weihnachtsbaum, alles. Aber ich glaube, du musst einfach wieder umdrehen. Also falsch rum. Ja. Und jetzt geht's nach Hause und dann bauen wir das mal auf. Bin super gespannt, ob das alles so passt, ob das schön aussieht. Wir konnten es ja jetzt leider nicht testen vor Ort, aber ja, das passt es passt hoffentlich trotzdem. Wir sind wieder da und das hier ist auch wieder da und ich wollte euch was zeigen und zwar dieses Teil hier braucht ihr. Ich muss wirklich sagen, vorher habe ich gedacht, wozu braucht man das, aber wenn ihr irgendwelche Pakete hin und her tragen wollt. Wir haben das so oft schon benutzt, das ist bei uns immer im Auto drin. Zum Beispiel auch, wenn man Pakete zurückbringen will und es sind vielleicht mehrere, die sind unhandlich, haben wir uns halt davor immer voll abgeschleppt und dann haben wir uns jetzt das zugelegt. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo die Marke steht, aber ich weiß gar nicht, wo. Wolfkraft, genau. Wolfkraft. Und wir hatten uns halt verschiedene Marken angeguckt, aber das war das Modell mit den besten Rezensionen. Und ja, es ist auch mega stabil. Ich meine, das hier sind jetzt irgendwie 24 Kilo und das ging halt super easy. Ich kann das halt auch alleine machen. Da muss man jetzt nicht eine starke Person sein, sondern auch so ein Persönchen wie ich. Ja. Genau, aber wir machen jetzt erstmal Mittag und dann packen wir das mal aus. Ich habe vorgestern wieder diesen Bulgursalat gemacht. Den habe ich euch ja auch in meinem What I Eat in a Day gezeigt. Mit ein paar Würstchen. Es riecht schon wieder köstlich. Und Leute, das könnte eventuell das letzte Mal sein, dass wir hier mit diesen Möbeln essen. Oh, ich habe mir eben ein anderes T-Shirt angezogen, was eher geeignet ist. Und jetzt jetzt raus und dann werde ich jetzt erstmal den Boden reinigen. Ich stelle euch mal hier hin und erstmal komplett fegen. Als ich bei Insta-Stories euch gefragt hatte, was ihr für einen Teppich nehmen würdet, hatten ganz viele gesagt, oh nee, ich würde keinen weißen Bezug nehmen. Aber irgendwie kam das ganz komisch raus auf dem Foto bei Insta-Stories, weil die Polster sind gar nicht weiß, sondern in so einem Grau. Und das finde ich eigentlich okay. Weil ganz dunkel hätte ich einfach nicht so schön gefunden. Und weiß, wie ihr gesagt habt, ist halt super empfindlich. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Sieht echt gut aus. Sienna Garden heißt die Firma. Hätten wir andersrum machen müssen, ne? Sienna. Naja, gut. Kriegen wir das so hin, oder? Okay, ich zeige jetzt einmal ein Vorher. So sieht das Chaos jetzt vorher aus. Und jetzt packen wir das mal an. Thank you.
Probe sitzen. Ja, bitte. Und? Super gemütlich. Also ich bin happy. Und du? Ich auch. Müssen wir nur gucken, dass wir noch einen Tisch... Entweder wir finden Beine, die da dran passen. Das wäre ja schon gut. Um den höher zu setzen. Genau, um den höher zu setzen. Oder halt ein höhenverstellbarer Tisch gleich. So, und hier wollte ich eigentlich noch eine Palme hinmachen. Die wollten wir heute kaufen, aber das hat gar nicht ins Auto gepasst. Und hier kommt dann vielleicht diese Toolbox hin. Und dann hier der Grill. Mal gucken, wie das alles drauf passt. Weil das brauche ich eigentlich gar nicht. So Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade freue. Ich habe mir gerade ein Käffchen gemacht. Ich trinke ja auch nicht mehr so oft Kaffee. Deswegen ist das gerade für mich so absoluter Luxus gerade. So, schaut mal. Ich finde, das sieht so schön aus, auch das Grün mit dem Grau zusammen. Ich zeige es euch nochmal im Überblick. Also wir haben das jetzt erstmal provisorisch so hingestellt. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob wir auch den Tisch behalten oder, ne, wie gesagt, irgendwie noch Beine dran machen. Ich habe jetzt gerade nochmal mit Pablo die Box aufgebaut. Die hatte ich euch ja schon bei Hornbach, glaube ich, gezeigt, oder? Genau, die sieht auf jeden Fall groß genug aus. Plane müssen wir heute Abend auf jeden Fall mal auspacken und gucken, ob da alles passt. Aber ich denke, das passt auf jeden Fall hier rein. Es ist ja wirklich nur dafür da, dass die Plane halt dahin kommt. Vielleicht Erde, ich bin mir noch nicht sicher, und halt so, ne, Werkzeug und vielleicht irgendwie Schuhe für draußen oder so. Und dann soll hier noch der Grill hin. Vielleicht hier dann noch diese Palme, die ich haben wollte. Und hier möchte ich dann halt alles voll machen mit Pflanzen. Ja, aber hier war es das soweit. Wir müssen auf jeden Fall immer noch den Teppich auswählen. Aber ich finde es, glaube ich, sogar ganz gut, dass wir den Teppich noch nicht ausgewählt haben. Weil jetzt sehen wir es einmal hier und jetzt können wir gucken, was wir gut finden oder nicht. Der Boden ist halt hier, also das meinten die auch schon zu uns, den kriegt man halt nicht mehr ganz sauber und der sieht halt ekelig aus, wenn es mal einmal regnet und dadurch, dass hier auch so Pollen sind. Deswegen haben wir gedacht, entweder wir verlegen was, aber irgendwie war uns das jetzt auch zu krass. Weil ich dachte, den Teppich finde ich eigentlich ganz cool, das hatten wir in der alten Wohnung. Und das ist halt pflegeleicht, kann man halt gut ausschütteln und ist ja auch wasserabweisend. Das ist natürlich ein Outdoor-Teppich, kein Indoor-Teppich. Ja, da müssen wir uns noch entscheiden, aber jetzt gibt es erstmal Käsekuchen. Den habe ich vor super langer Zeit gemacht und hatte aber noch den Rest eingefroren. Und ganz leckeren Kaffee. Und dann entspannen wir hier und genießen noch den Nachmittag. Mmh. Hast du den damals gemacht? Ja. Krass lecker. Hallo? Kannst du? Oh, klasse! Sagst du Hallo, Onkel Pablo? Hallo! Guten Morgen! Der Winter ist ausgebrochen. Der Winter naht. Merkt man, dass ich gerade Game of Thrones gucke? Nein, aber die Eisheiligen stehen vor der Tür und gestern waren, ich glaube, 25 Grad. Und heute sind es zwischen 2 und 7. Und aus irgendwelchen Gründen, auch wenn es den ganzen Abend und die Nacht über geregnet hat und da eigentlich ja Allergien nicht so doll sein sollen, mein Gesicht ist total angeschwollen und meine Nase, ja, hört eher. Und ich fühle mich irgendwie ganz... Deswegen werde ich heute einen ganz entspannten Tag machen und starte ihn jetzt auch ganz entspannt. Ich wollte eigentlich mit euch mein liebstes Frühstück-Moment zeigen und das ist Chia-Pudding, aber mir ist gerade überhaupt nicht nach eiskaltem Chia-Pudding und überhaupt nach Chia-Pudding. Und ich hatte letzte Woche Rhabarber gekauft, den muss ich jetzt ganz dringend machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich hatte in Dänemark so ein klassisches Rezept gesehen für ein Dessert. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, irgendwie Rhabarber-Gröt oder so. Und dann mache ich wie so ein Rhabarber-Kompott und dann Porridge. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich habe schon super lang kein Porridge mehr gegessen. Deswegen gehen wir jetzt mal in unsere Küche und ich glaube, Pablito hat schon angefangen mit Schnibbeln. Apropos, guckt euch das mal an, was für eine Tragödie. Ich bin nur froh, dass ich, oh, da sehe ich gerade, da muss ich es nochmal festziehen, dass ich die Plan gekauft habe, sonst wäre alles komplett nass.
Aber ich gehe mal kurz raus und befestige das nochmal. So, da bin ich. Jetzt habe ich schon mal alles vorbereitet. Und zwar hatte ich glaube, 10 Stangen Rhabarber. Das ist jetzt so viel. Das gebe ich hier in einen kleinen Topf. Und dann kommt dazu ein bisschen Wasser, dass man das Wasser auf jeden Fall sieht, aber soll das jetzt nicht bedecken oder so. Und dann auch, also ich mache das jetzt alles wie so oft. Einfach mit Auge, aber einfach ein bisschen Zucker. Je nachdem. Rhabarber ist natürlich nicht super süß, also könnt ihr mehr oder weniger machen, wie euch das beliebt. Aber da Porridge ja an sich nicht super süß ist, also die Haferflocken, finde ich schon okay, wenn man da ein bisschen Zucker dran macht. Ich habe es auch gesehen mit Honig, aber ich wollte es jetzt mal mit Zucker einfach probieren. Und ich lasse das jetzt einfach einmal aufkochen und dann so 5 Minuten köcheln, und man sieht wohl auch, also ich habe es noch nie gemacht, sehr schnell, ob das ein Rhabarber ist, der halt so weich wird. Es gibt nämlich auch welche, die super robust sind, da kannst du machen, was du willst, so nach dem Motto, die bleiben knackig und hart. Aber auf der anderen Seite, wenn man zu lange wartet und es ist eben nicht so einer, der knackig hart bleibt, dann wird es richtig matschig. Also je nachdem, was ihr für eine Konsistenz wollt. Dann hole ich schon mal eine Tasse für unsere Haferflocken. Und dann gebe ich natürlich auch noch ganz viel Zimt dran. Also es ist super easy. Ich hatte so Lust drauf. Es gab halt Rhabarber im Angebot. Ich liebe Rhabarber, aber ich koche oder mache super selten etwas damit. Und deswegen, ja, habe ich mich total gefreut. Übrigens habe ich gestern, hat mich Ella besucht mit ihrem Kleinen. Und ja, das ist meine erste Freundin, bei der ich ihr Baby gesehen habe. Und das war gestern, ich war so aufgeregt vorher. Ich habe mich so, so darauf gefreut. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und sehe die beiden und war so, oh mein Gott. Es ist halt so krass, wenn du deine Freunde ohne Kind kennst und plötzlich ist da so eine andere Person. Und also ich bin total verliebt, das weiß sie auch. Ich glaube, er ist auch ein bisschen verknallt. So ein süßes, liebes Kind. Es hat mich so, so gefreut, dass sie da war. Und sie hätte ruhig noch länger bleiben können. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir ja bald auch unsere anderen Freunde besuchen können und die Babys. Es ist krass irgendwie, ne? Und es ist so lustig. Ella, wenn du das hier siehst, als sie gefahren waren, war ich fix und Foxy. Das ist so krass einfach. Wir waren irgendwie ein paar Stunden hier und ich war so, oh mein Gott, krass. Und das 24 Stunden... Chapeau, wirklich. Also ich denke mir eh immer bei Müttern, krass einfach, was die aushalten. Und dann auch so Babys, die nicht durchschlafen und wo man quasi nie eine richtige Nacht richtig durchschläft. Und dann ja aber auch trotzdem aktiv sein muss tagsüber, um für das Kind ja auch, ne, das Kind zu entertainen und so. Ist schon krass, ist echt krass. Gut, ich lasse das jetzt hier mal aufkochen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und ich zeige es euch dann, wenn das weicher geworden ist. Okay, es ist jetzt aufgekocht und ungefähr nach einer Minute sah es jetzt schon so aus. Ich zeige es euch mal lieber andersrum. So. Also dickt jetzt schön an. Ich habe jetzt noch ungefähr einen Teelöffel Zimt dran gemacht und es riecht schon richtig, richtig gut. Und in Dänemark isst man das dann mit Sahne.
Aber ich mache da jetzt ja noch ein Porridge draus. Deswegen gebe ich jetzt hier meine Haferflocken dazu. Ungefähr eine Tasse. Und dann entweder mit Wasser auffüllen oder mir ist heute nach so ein bisschen, ja, bisschen mehr Konsistenz, sage ich mal. Deswegen habe ich jetzt Hafermilch genommen. So, das lasse ich jetzt so, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so. Lasse ich das jetzt mal so ein bisschen aufkochen und dann probiere ich einmal, wie es mir schmeckt, ob ich noch mehr Zucker dran mache oder vielleicht doch ein bisschen von dem Honig. Ich glaube, ich mache noch, habe ich hier noch was? Ja, ein bisschen Wasser dran. So, sieht das jetzt aus. For the consistency, you know, you see. Ich dachte, wenn ich normal Porridge mache, ne, gebe ich ja so einen Apfel oder so dazu. Und dann brauche ich immer relativ viel Haferflocken. Und jetzt habe ich nur so eine Tasse voll gemacht. Und das wäre generell eigentlich nicht genug für uns beide. Und es ist so viel dabei rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob Pablo das alles schafft. Das hier ist meins. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich gucke überhaupt mal, ob es schmeckt. Ich sag euch gleich mal Bescheid. Das ging voll schnell mit dem Kompott. Mhm. Ja, erst habe ich gedacht, ich habe mit den Leuten gesprochen und dachte, es wird irgendwie niemals heiß. Und dann, als es aufgekocht ist, hat es 2 Minuten oder so gedauert und plötzlich war das weich. Ach so, okay. Ich habe halt Wasser und Zucker dran gemacht und Rhabarber und dann war es in 3 Minuten fertig. Dann habe ich Zimt dran gemacht und dann Haferflocken, Milch. Stimmt, schmeckt so ein bisschen weihnachtlich. So winterlich, weihnachtlich. Mhm. Schmeckt echt gut. Passt zum Wetter heute. Mhm, ja. Es regnet halt gerade richtig doll. Deswegen war mir gerade wirklich nicht nach Chia-Pudding. Das ist echt lecker. Könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr Rhabarber mögt. Ich weiß, viele mögen kein Rhabarber. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich liebe es. Okay, ich musste gerade noch mal auf den Balkon und da ist meine Socke nass geworden. Deswegen muss ich mir jetzt eben mal schnell die anderen anziehen, die davor nass waren und die jetzt aber trocken sind. Ja, also heute mit diesem Ekelwetter habe ich gedacht, dass ich mich jetzt mal hier dem Bad annehme. Ich habe jetzt nämlich schon angefangen, hier Wäscheberge zu ordnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Ich bin gerade voll weit weg, ne? Wartet mal. Ich komme mal näher ran. So. Jetzt bin ich zu nah dran. Jetzt seht ihr meinen Schuh. Gut, egal. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, beziehungsweise, was wollte ich gerade sagen? Nein. Ich habe immer, wenn ich Wäsche wasche, das Prinzip, dass ich mir so Berge mache mit bunter Wäsche, weißer Wäsche, Handtücher, sowas. Und dann mache ich auch meistens alles an einem Tag oder halt übers Wochenende verteilt, dass das in einem Rutsch weg ist. Naja, und dann sind hier so Sachen, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das macht. Klamotten, die man mal angehabt hat, die halt nicht mehr frisch sind, die aber auch nicht dreckig sind. Was macht ihr damit? Ist das bei euch auch auf so einem Haufen der Schande, auf einem Stuhl, auf dem Boden, auf einer Kommode, keine Ahnung wo, da habt ihr da irgendwie eine Lösung für? Weil das halt zurück in den Schrank zu hängen, ist irgendwie komisch, aber ich will es jetzt auch nicht in die Wäsche machen. Das ist jetzt hier gerade so ein bisschen verteilt im Bad und dann halt so Müllsachen und Sachen, die einfach weggeräumt werden müssen. Ich habe auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Glätteisen und sowas, was jetzt hier so auf einer Bank rumliegt, das wollte ich aber nicht. Und deswegen hatte ich mir bei Amazon so, wie sagt man dazu, Bastkörbe bestellt. Und also erstens sagt, die sind größer, jetzt wo ich sie sehe, aber zweitens komme ich rein ins Haus, stecke dieses Paket einfach
zusammengequetscht in dem Briefkasten. Und der Schlitz ist bei uns so groß. Also ich will nicht wissen, ob das jetzt irgendwie kaputt ist, aber ja, wir packen es mal zusammen aus. Aber ich glaube, das ist viel zu klein. Da standen eigentlich die Maße und das klang eigentlich ziemlich richtig, aber das, nee, da passt nichts rein. Da passt echt nichts rein. Das habe ich vor allem, ich so zu Pablo, ja, ich habe hier was so für deine Sachen, so für seine Allergiesachen und so, so fürs unters Waschbecken. Aber ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie viel Platz da wäre. Expectation versus Reality. Wow, ich meine, das ist ganz süß irgendwie für, I don't know, kleine Pflanzen oder so, aber ja. Also eigentlich, ne, das ist hier quasi der, das ist hier der Platz. Und eigentlich kann das halt bis hier oben hingehen. Also ich wollte eher was so von hier bis dahin geht und auch bis nach oben hin, dass man sich das rausnehmen kann. Und da ist dann zum Beispiel sein Spülsalz oder unser Spülsalz drin. Und dann wollte ich eben, ich habe noch eins bestellt. Dann so für meine Lockenstäbe und Glätteisen und so. Aber ja. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Okay, dann machen wir mal los. Ich würde sagen, wir gehen die Sachen an. Ich will es euch eigentlich gar nicht zeigen, aber... Das hier ist die Realität. Guck mal, das macht Pablo mit seinen Sachen, wenn er nicht weiß, wohin damit. Und bei mir ist es eher das. Ultimative Wahrheit. Also das sind alles Sachen, die aus verschiedenen Gründen hier gelandet sind. Und dann habe ich da noch frisch gewaschene Wäsche, die auch einsortiert werden muss. Also, weil es so viel ist, werde ich das jetzt so machen, dass ich erstmal ordne nach Hängen oder Zusammenlegen, weil das Zusammenlegen dauert definitiv länger. Ihr könnt mir übrigens mal schreiben, ob ihr so eine Kleiderschranktour oder so sehen wollt. Ich hatte jetzt letztens bei Insta-Stories mal gezeigt, weil immer wieder gefragt wird, woher der Schrank ist. Da hatte ich den mal verlinkt und da kamen ganz viele Nachrichten, ob ich mal zeigen kann, wie genau ich den konfiguriert habe und was bei mir wo drin ist. Weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich so spannend ist. Dass ich das jetzt irgendwie mal so ausführe oder ob ich das halt einfach den Einzelnen sage oder schreibe. Aber könnt ihr ja gerne mal sagen, weil es hat auf jeden Fall einige Zeit gebraucht, bis ich an dem Punkt war, dass ich wusste, wie ich es haben möchte und welchen überhaupt und wie überhaupt. Ich war ja ganz lange Zeit kein Fan von so geschlossenen Schränken und wollte alles so offen haben, damit ich es sehen kann. Was natürlich ein totaler Staubfänger. Und ich hatte auch alles hängend, was natürlich mega einfach ist. Aber das Problem dabei ist, dass dann halt auch Sachen so verbeulen, die eigentlich nicht am Haken, also am Bügel sein sollten. Und ja, das habe ich dann irgendwie schnell verworfen. Und dann hatte ich halt das Modell gesehen und fand das eigentlich ganz gut, weil das so, wenn man es nicht weiß, gefühlt, hätte es auch schon hier sein können, einfach weil es halt so angepasst ist an die Schräge. Genau, könnt ihr gerne mal sagen. So, jetzt mache ich das noch weiter. Und dann muss ich mich, glaube ich, mal ums Mittagessen kümmern. Heute gibt es Shakshuka. Das mache ich im Moment ganz gerne, weil es
schnell geht und lecker ist. Wie sehr ich mich gerade freue, dass das hier komplett leer ist und nichts mehr drauf liegt. Also zumindest auf meiner Seite. Das hier ist eine andere Geschichte, darum muss sich mein Mann kümmern. Ich mache jetzt meinen Shakshuka fertig und versuche den Tag ein bisschen sanfter und entspannter zu nehmen und mir das auch zu gewähren, dass ich mich halt heute einfach komisch fühle und nicht so viel Energie habe wie gestern zum Beispiel. Ist aber okay, jeder Mensch hat eben solche und solche Phasen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch an der Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch nächste Woche dabei seid. Bis dann. Lasst es euch gut gehen. Ciao.